was ist in Ihren Augen der Grund, warum das Robert-Koch-Institut das nicht macht? Sind die nicht einfach überlastet auch aufgrund der, der hohen Anforderungen, die wir gerade haben? Diese Frage höre ich sozusagen täglich mehrfach. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Das Robert-Koch-Institut ist politisch gesteuert und von wem? Ist ja dem Bundesministerium für Gesundheit untergeordnet. Und da müssten Sie dann mit Ihrer Frage einmal aufschlagen. Also Sie werfen quasi dem RKI vor, dass es nicht wissenschaftlich neutral arbeitet. Ich sage nur einfach, wir brauchen Zahlen. Wir sind im Bereich der Mutmaßungen. Es werden Grundrechte eingeschränkt, ohne dass wir eigentlich genau verwertbare Zahlen haben. Und ich halte das als Wissenschaftler, aber ich sage es auch offen, auch ganz als Bürger, für ein Unding, dass wir ohne eine feste Zahlenbasis zu solchen Einschränkungen schreiten. Und vor allen Dingen, da es probate Methoden, die überall bekannt sind, die jeder, der sich epidemiologisch und infektiologisch betätigt hat, kennt, die zum Standardrepertoire gehören. Und da ist unsere Autorengruppe nicht ohne Grund hinterher, das immer wieder einzufordern. Aber es gibt ja Zahlen, auf die immer wieder verwiesen wird. Also wir haben einmal die Infektionszahlen, dann gibt es den R-Wert, dann haben wir eine ungefähre Ahnung davon, wie viele Intensivbetten noch frei sind. Also es ist ja nicht so, dass wir im Nebel durch die Gegend schwimmen. Doch, diese, so muss ich Ihnen leider widersprechen, diese täglich erhobenen Infektionszahlen sind vom Nebel nicht weit entfernt. Wir testen 1,5 Millionen Leute in der Woche und haben dann meinetwegen 120.000 Testpositive. Aber wenn man 2,5 Millionen Leute testen würden, wie viel hätten wir dann? Das hat keine Basis. Diese Zahlen sind, also wir drücken uns mittlerweile relativ deutlich aus, das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist. Und schon gar nicht können Sie damit politisch steuern. Diese Zahlen werden erhoben und dann auf die Gesamtbevölkerung umgerechnet, ohne einzuberechnen, wie viel in der Gesamtbevölkerung denn noch zusätzlich vielleicht infiziert sind. Diese Zahlen sind nichts wert.